Raven. Raven, du bist tot. That is correct. You are die geilsten. That is correct. Herzlich willkommen zum Gothic 2 Let's Play. Hier, zweiter Part. Wir sind bei Saturas aus dem Tempel rausgelaufen. Und jetzt wollen wir Saturas sagen, dass die Welt wieder geil ist. 1000 Erfahrungen. Hammer. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja. Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Geil, die nehmen wir. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Hey, warte mal. Wo ist die andere Option? Verwahren heißt wahrscheinlich, also wir haben sie ja behalten, verstehst du? Verwahren heißt ja nicht, dass wir sie abgeben. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korenis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Okay, Ende, Gelände. Ende, wir haben das Ding. Dann ab zu Dirk. Ardanos möge dich schützen. So, was passiert, wenn wir die jetzt nehmen? Wie stark ist sie? Kann man die irgendwie leveln? Und ja, du musst jetzt zum Schrein erstmal. Also wenn du die jetzt schon sofort haben willst, dann musst du zu Belias schreien. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wo gerade ein Schrein von Belias ist. Ich weiß aber, dass wir zu Greg gehen sollen. Erstmal sollen wir zu Greg gehen, ne? Weil es noch schön ein bisschen XP gibt. Achso, und wir haben im Tempel tatsächlich noch was vergessen, oder wie? Oh no. Es gibt nur eine Stärketafel, die wir wohl brauchen. Wir gehen zu Greg, schreib mir mal bitte, wo die ist. Damit wir da nicht so lange rumhocken im Tempel. Wir gehen jetzt zu Greg, aber wo im Tempel müssen wir denn diese Stärketafel noch haben? Ist die im Tempel oder davor? Außerdem mag ich die Piraten auch so gerne, ey. Ach, Mann. Canyon, ne? Oder was? Ja.
ey. Der alte Pirat Nummer 2. Teleport zum Tal. Da in der Höhle mit den zwei Skeletten daneben von ihm ist ein Schrein. Okay. Ah, okay. Die neue Nebelmaschine geht ab wie Sau. Was ist los? Aber wir können, wenn wir jetzt hier alles zunehmen, Leute, dann habt ihr zwar super Fun und Fun und wir auch, weil wir lieben Nebel über alles, denn Nebel ist Leben. Aber wir können nichts mehr sehen. Die hat einfach so viel Bums. Ja, das reicht schon so, deswegen, ne? Deswegen tippe ich die immer nur so an. Ich mach mal letztes Mal konnten wir 10 Minuten nicht weiter zocken, weil es halt, halt so hart zugenebelt war hier. Mann, war das schlimm. Aber genau. War lustig. Es war mega geil. Genau. Also, wir sind bei Greg. Ach so, Rüstung. Was mit uns? Ah, wow. Haben sie recht. Haben sie absolut recht, diese klugen Menschen, ne? Hotti, Krogi, wird es einen Beitrag zum Edex-Besuch geben? Das verrät Michael Reinke. Ja oder nein? Weiß ich nicht. Ja, wird es. Okay. Bei Game 2. Okay. Der Schrein war im Sumpf, ne? Oder wo war der Sumpf? Ich weiß nicht. Okay, machen wir erstmal Greg. Ich kann mich, tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen was überlesen. Es tut mir sehr leid. Ja. Aber das machen wir gleich. Wir gehen eben zu Greg, machen das fertig und dann kümmern wir uns erstmal um Belias Schrein. Ich bin nämlich selber sehr gespannt. Sag mir bitte, wo... wir müssen die Rüstung hier nicht wechseln. Die Piraten sind scheißegal, okay. Ich werde mich dann nicht einmischen. Hä? Das war doch die Banditenrüstung. Ja, aber es ist den Piraten anscheinend egal. Echt? Aber ich weiß es nicht. Gefallen. Genau, es ist ein Anagramm. Leben ist rückwärts Nebel. Raven ist der Leben. Alter! Yay. Donnerwetter! Das hätte ich auch nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Ja, kann man so das sagen. Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Teufelski! Eine Sache. Was denn? Haben wir das nicht alles? Haben wir schon gefragt. Okay, den Piraten ist unsere Rüstung egal, denn sie wissen ja, dass ihr euch bei ihnen einschleichen wolltet. Fuck, du hast vollkommen recht, das war die Quest. Das stimmt. Bisschen mehr Nebel gibt's wieder, okay. Jetzt schlafen wir keinen Schlaf, ich schlaf. Im Canyon ist wohl ein Belia-Schrein. Wo ist der Canyon? Bei den Orks. Im Canyon bei den Orks. Ja, ich kann mich erinnern. Da sind wir jetzt. Ich weiß, wo der ist, ja. Da rennen wir jetzt direkt mal hin. Weiter so. Ich fand den Pirat sehr sympathisch. Der Greg, wirklich. Ich würde gerne genauso reden können wie Greg. Donnerwetter! Oh, Mann, du! Hast dem feißen Raven aber einer rumgezwirbelt, du. Henry! Hey, du. Maske. Was konnte der denn nochmal? Unterrichte mich. Zweihandwaffen? Nee, das wollten wir nicht. Nee. Nächstes geht wieder stärker ab. Wenn immer Henry Maske, der. La 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 la. Der Gentleman. Fantastisch. Stärke skillen. Können wir Stärke skillen, wollen wir es machen? Ja, das geht ja nicht hier, ne? Im Addon-Gebiet. Oh Mann. Oder doch? Ging das irgendwo? Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir zuletzt Stärke geskillt? Ich gucke nochmal sicherheitshalber. Ich meine, es gab tatsächlich im ganzen Addon-Gebiet keinen Stärketrainer. Aber Stärke bei den Piraten, doch. Echt? Warte Stärke gibt es auch bei den Piraten. Dann gucke ich kurz mal, welcher das war. Aber pass auf, jetzt geht es wieder ein Problem. Jetzt schreiben wieder einige Leute, aber denkt dran, Sprache lernen, damit ihr dann die Steintafeln... Haben sie recht. Ja. Dann können wir die Steintafeln lesen. Das machen wir auch. Finden wir denn noch mehr als die wir jetzt haben? Ja, weil sonst im Tempel sei noch eine Steintafel. Okay. Und dann können wir nämlich bei, auch bei Saturas oder irgendwo bei denen können wir ja die Sprache lernen. Okay. Schickte Einhandwaffen. Nee, also bei den Piraten sich. Ach doch, da, Brandon. Alles klar. Ja, aber machen wir jetzt ja eh nicht. Machen wir jetzt ja eh nicht, haben wir gerade gesagt. Also wieder zurück zum Belia-Schrein. Genau, der ist geil, geil. Es geht gut voran, ne? Warum es geht richtig ab. Warum geht das nicht immer so geil ab wie heute hier? Ja, das ist Hammer. Warum ist die Welt so grau? Verstehst du das? Ja, das liegt daran, weil wir nicht mal in die Hand klatschen. Jetzt wird's besser, pass auf. Guck mich an, wenn ich mit der Klatsche. So. Da kam man nicht hinterher in der Regie. Alles für den Sergeant. Habt ihr euren Vorschutzmittel noch alle? Ah, hast du gesehen, wie ich hier lang geslidet bin? Dr. Slido, Mann. Pack die Waffe aus, was soll das? Warum ist die Waffe nicht auf meinem Rücken? Goldbrocken gegen Münzen tauschen, wo machen wir das denn? Auch, ach, stimmt, bei den Banditen wahrscheinlich, ne? Bei der Mine. Oh ja. Das sollten wir echt tun. Sprechen ist wichtiger als lesen, sage ich immer. Na ja, gut. Sprache wollt ihr auch letztes Mal lernen, ja, das haben wir vergessen. Ja, da hatten wir noch keine, das kostet 15 Punkte. Mindori ist sehr wütend. Jedes Let's Play schafft es Mindori, dass ich sie vorstelle. Sie schreibt aber, oder ja, sie würde ich behaupten, der Eremit hätte euch Sprache beigebracht, ihr habt den aber umgebracht. Mörder. Das haben wir aber auch mit viel, also es hat uns auch ein bisschen gefallen. Wir haben viele Leute grundlos umgebracht. Genau, einfach aber, was, keine aber Ahnung. Jetzt, aber jetzt so im Nachhinein können wir nicht sagen, dass es uns leid tut. Was sitzt da auch nackt im Wald rum? Was verstimmt nicht mit warum dem? Warum hat er auch Tiere in seiner Wohnung? Ja, ey, der war da ganz alleine, weil er einfach seinen eigenen weirden Stuff machen wollte, so. Ohne Scheiß.
Aber hätte der aufs Verumbe das beigebracht oder was? Das ist natürlich ja, für weniger Lernpunkte tatsächlich. Ja. Ah, okay. Da ist er doch. Hammer, Leute, jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt geht's hier richtig ab. Die Leute wollen das echt, ne? Ich meine, es hat nämlich Nachteile auch. Die Leute wollen das. Die Leute wollen, dass wir Belial anbeten. Die wollen, dass wir Belial anbeten. Warte mal, ganz stopp. Wenn wir das jetzt machen, verlieren wir einen Teil unserer Lebensenergie, ne? Die Leute haben gewotet, das ist mir egal. Wir sind ein... Okay. Alter, dieser Bildschirm. Als hätte man schon sofort einen Pakt mit dem Teufel, wenn man da, ja, wenn man da nur kniet, ne? Und nu? Ich glaube, ich muss die Klaue erstmal anlegen. Oder ist es einfach nur abgestürzt? Ja, ich glaube, es ist abgestürzt. Hammer. Oh! Doch, es geht ab. Das war sein Wille scheinbar. Dauert vielleicht mal nur einen Moment. Ein Ticken. Okay. Super geil, Rennen. Oh, das gab's noch nicht, das war neu. Okay, Leute schreiben, das sei ein Bug, das sei wohl nicht normal. Okay. Problem ist, ich kann nicht mal laden. Oh, wie unangenehm. Ja. Tja. Aber wollen wir jetzt. Aber na, schon wieder eine Werbung ist doof, ne? Das hab ich gedacht, wir haben eine Werbung, dann machen wir gleich keine mehr. Aber es ist ein sehr kurzer Part, das können wir nicht machen. Da soll eigentlich Text sein, schreiben die Leute. Hm. Ja, gut, ey. Ja, Timo, geh mal raus da. Dann geh mal wieder auf uns. Dann machen wir jetzt. Starten wir das Spiel neu, oder was? Ja, ach stimmt, das Spiel neu starten geht auch nicht. Alt-Task beenden geht auch nicht. Wir müssen den ganzen Rechner neu starten. Okay, wir machen Werbung. Okay, wir machen eine Werbung, damit wir gleich die Zeit haben, richtig geil durchzuballern. Okay? Timo, sag okay. Okay. Okay, bis gleich. Hammer, bis gleich.